Hallo und willkommen zu Alpenrevue. Mit mittelalterlich anmutenden Fanfaren eröffnet das fünfte Album von The Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card. Für manche gilt dies als das proggigste Album der Band, doch ich höre ebenso vertraute Elemente von den damals aufkommenden britischen Jazz-Funk-Musik. Ich hatte bereits die vier vorangegangenen Alben der Gruppe hier besprochen, namentlich Tales of Mystery and Imagination von 1976, iRobot in 77, Pyramid in 1978 und Eve in 1979. Ich werde mal die Links zu den Videos unter dieses hier in der Beschreibung posten, falls jemand nicht durch die inzwischen recht lange Playlist mit den Alben-Revues scrollen möchte. Für viele Fans der Band ist dieses Album der Höhepunkt ihres Schaffens und ich kann diese Einschätzung widerspruchslos verstehen. Die Klangqualität und die Klarheit der musikalischen Vision sind auf dieser Scheibe optimal erreicht. Dieses Album flirtet zügellos mit dem Begriff Makellosigkeit. Doch der Produktion dieser Scheibe ging ein seltsames Ereignis voraus, das allerdings zeigt, wie gewieft Parsons und Wolfson sein konnten. Ich hatte schon bei der Besprechung zu ihrem ersten Album erzählt, dass dies keine klassische Band im üblichen Sinne des Wortes war. Dies war ein business-erfahrenes Duo bestehend aus Wolfson und Parsons, die beide nicht nur ein großartiges Ohr für Musik hatten, sondern ebenso mit der finanziellen Seite des Geschäfts vertraut waren. Das Projekt hatte offensichtlich einen 5-Alben-Vertrag mit Arista, was ihnen nach der Fertigstellung der 5. LP natürlich umfangreiche Neuverhandlungen in Aussicht stellte. Und das Projekt war auf einer ziemlichen Erfolgssträhne. Die Alben verkauften sich alle großartig und obwohl diese Band keine Live-Auftritte gab, wuchs weltweit eine faszinierte Fanbase aus Leuten, die Wert auf gute Stereoanlagen in ihren Wohnzimmern legten und dazu eben Musik brauchten, die einem teuren Hi-Fi-System gerecht wurde. The Alan Parsons Project war die perfekte Band für dieses Bedürfnis. Wir wissen zwar nicht, wie der ursprüngliche Vertrag mit Arista beschaffen war, doch es bedarf keiner großen Vorstellung, dass der unmittelbare Wert der Band seit dem Vertragsabschluss massiv gestiegen war. Und Wolfson und Parsons wollten nicht erst ein ganzes Jahr und eine ganze Produktion warten, bis ein neuer Vertrag aufgesetzt werden konnte. Also haben die beiden einen kühnen Plan ausgeheckt, die Timeline ein wenig zu beschleunigen. Hier ist, was sie getan haben. Sie sind für einige Tage ins Studio gegangen, allein, ohne ihre berühmte Band aus musikalischen Superhelden, und haben einfach ein wenig experimentiert. Sie spielten mit den neuesten Synthesizern herum und nahmen ein Dutzend Demo-Tapes auf. Das Ganze wurde ohne viel Aufwand abgemischt und als Mastertape fertiggestellt. Dieses etwas wirre, halbgare Produkt, das letztendlich nur aus Fragmenten, Entwürfen und musikalischen Skizzen besteht, wurde dann bei Arista abgeliefert mit der Erklärung, dies sei das neue Alan Parsons Project Album mit dem Titel The Sicilian Defense. Der Titel ist ein Begriff aus der Welt des Schachspiels. Die sizilianische Verteidigung gilt als eine recht aggressive Eröffnungsstrategie, bei welcher der Eröffnungszug E2 auf E4 von C7 auf C5 beantwortet wird. Die sizilianische Verteidigung ist bereits seit Jahrhunderten als stehender Begriff des Schachspiels etabliert und deutet zumeist ein intensives, kampflustiges Spiel an. Die Executives bei Arista werden schon nach 5 Minuten gewusst haben, dass Parsons und Wolfson sie hier im großen Stil verarschen. Natürlich würde die Plattenfirma dieses halbgare Zeug nicht als ein Album rausbringen und so landete diese Sammlung aus Demos und Fragmenten für Jahrzehnte in der Schublade. Dennoch hatte Arista einen schweren Stand zu begründen, dass dies keine legitime Abgabe eines Resultats war. Es ist eben Musik und daran ist stets viel subjektiv. Am Ende hatten Wolfson und Parsons erreicht, was sie wollten. Der Vertrag galt als abgelaufen und wurde durch einen neuen, viel besseren erneuert. Arista hat damit nichts verloren. Die Alben, die dann noch kommen sollten, würden berauschende Verkaufszahlen erreichen. Und so konnten Wolfson und Parsons ans Reißbrett gehen und ihr nächstes Album entwerfen. Diesmal in echt. The Turn of a Friendly Card ist durch und durch ein Konzeptalbum, das sich allerdings mit einem Thema beschäftigt, das in der Welt des progressiven Rocks eher ungewöhnlich ist und nichts mit Fantasy oder Science Fiction zu tun hat.
Es geht hier um eine Passion, die ein Leben lang Parsons und Wolfson verband, die Leidenschaft fürs Glücksspiel. Dieses Album entführt uns in die Welt der Casinos, an die Kartentische, an das Roulette-Rad und in die Seelenwelt eines Mannes, dessen Glücksspielsucht sein Leben zerstört. Alan Parsons relativierte diesen Umstand nachträglich und meinte, die Faszination für Casinos war vielmehr etwas, das Eric Wolfson fest im Griff hatte. Er selbst sei nur ein Gelegenheitsglücksspieler gewesen, der ab und zu gerne ein paar Dollar beim Blackjack verlor. Beide Musiker wohnten zu jenem Zeitpunkt in Monte Carlo, teilweise nur wenige Schritte von den ersten Casinos entfernt. Am Ende der 70er Jahre waren viele britische Künstler für eine Weile ausgewandert, da der Steuersatz zu jenem Zeitpunkt recht irrwitzige Werte von 80-90% erreichte, was zu dieser berühmten Umzugswelle in Steuerparadiese nach sich zog. Nach Genf, auf die Bahamas oder eben nach Monte Carlo. Es fällt deutlich auf, wie viele berühmte Alben damals ausgerechnet in der Schweiz aufgenommen wurden. Tax Exile war da ein stehender Begriff in der Musikwelt. The Turn of a Friendly Card beginnt mit dem stimmungsvollen Maybe a Price to Pay, gesungen von Elmer Gantry, dessen raue, rockige Stimme hier einen fulminanten Auftakt bietet. Elmer Gantry heißt eigentlich Dave Terry und war der Leader einer britischen Psychedelic Band aus den 60ern mit dem Namen Elmer Gantry's Velvet Opera. Zu Elmer Gantry vielleicht mal eine amüsante Anekdote, die zeigt, wie verschlungen und abenteuerlich die Erforschung von moderner Musikgeschichte sein kann. Elmer Gantry war auch Mitglied einer Fake-Version von Fleetwood Mac, die allerdings von dem Fleetwood Mac-Manager Clifford Davis ins Leben gerufen wurde. Fleetwood Mac hatten sich damals geweigert, ihre US-Tournee anzutreten. Eine etwas gemäßigtere Version der Geschichte besagt, dass sie sich in einer vertraglichen Zwickmühle befanden und nicht imstande waren, als gesamte Band die Tournee anzutreten. Die Wirklichkeit ist wohl, dass zu jenem Zeitpunkt einige in Fleetwood Mac einfach zu stoned waren, um noch zu touren. Doch die Konzerttermine für die Band waren bereits gebucht und so brütete der Manager Clifford Davis zusammen mit dem Schlagzeuger Mick Fleetwood einen kühnen Plan aus, wie man sieht, ist die Musikindustrie durchdrungen mit Getrickse. Ein Plan, der vorsah, dass eine schnell aus der Taufe gehobene Band aus professionellen Musikern zusammen mit Mick Fleetwood die Tournee absolvieren würde und hierbei so tun sollte, als wäre es einfach Fleetwood Mac. Immerhin wäre Mick Fleetwood dabei. Diese ganze Idee basierte natürlich auf diesem kleinen Detail, dass der Schlagzeuger Mick Fleetwood mit dabei war. Dieser erschien dann am Tag 1 allerdings nicht am Flughafen und blieb erstmal spurlos verschwunden. Die Band beschloss in einer kurzen Beratung, sich die Chance, durch USA zu touren, nicht einfach so entgehen zu lassen und setzte tatsächlich über den Atlantik rüber, wo sie dann anfingen, unter dem Namen Fleetwood Mac die ersten Konzerte abzuhalten. Inzwischen war der narkotisierte Teil der echten Band wohl etwas erwacht und hatte die Rechtsanwälte eingeschaltet, sodass dieses bizarre Projekt bereits nach wenigen Gigs durch einstweilige Verfügungen gestoppt werden sollte. Mick Fleetwood, der hierbei natürlich von mehreren Seiten zur Rede gestellt wurde, behauptete seitdem frech, von nichts gewusst zu haben und sagte sogar, dass ihm die Mitglieder der Fake Fleetwood Mac Band vollkommen unbekannt seien. Das ist zum Schreien. Aber das alles nur am Rande. Die Lyrics des Songs Maybe a Price to Pay scheinen eine Art Adaptation des Goethe-Gedichts Der Zauberlehrling zu sein, was deutlich macht, dass Eric Wolfson für einen Rockmusiker durchaus recht belesen war. Allerdings wurden die berühmten Goethe-Verse sehr nachdrücklich 1940 in dem Walt Disney-Zeichentrickfilm Fantasia verarbeitet und ich würde nie ausschließen, dass Wolfson die thematische Inspiration hier bezogen hat. Das zweite Stück mit dem Titel Games People Play gehört zu einer der großartigsten Nummern von The Alan Parsons Project. Dieses Lied ist die Definition des perfekten Popsongs. Ian Berenson spielt hier eines seiner besten Gitarrensolos ein. Eric Wolfson umrahmt das Lied mit einem exzentrischen und doch auch visionären Synthi-Muster, das eines Giorgio Moroder würdig wäre. An diesem Lied ist einfach alles perfekt. Am Mikrofon erleben wir erneut den großartigen Lenny Zakatek, den ich nach wie vor für einen der besten Sänger der Rockgeschichte halte. Inhaltlich beschäftigt sich der Song mit der Midlife-Krise von Leuten, die das Gefühl haben, alles geleistet zu haben, doch nun in einer betuchten Kleinbürgerlichkeit
zu versinken drohen, der sie entkommen möchten, doch auf die sie zugleich auch nicht verzichten können, denn dies ist schließlich, wer sie sind. Also kompensieren sie es durch allerlei nächtliche Ausflüge in anrüchige Sphären, vermutlich in verrauchte Casinos oder Glücksspielhallen, vielleicht in Swingerclubs. Das Lied ist hier nicht explizit. Nach zwei Songs mit einer hohen Oktanzahl folgt nun eine Ballade mit dem Titel Time. Dies ist das erste Mal, dass Eric Woolfson selbst die Lead-Vocals einspielt. Und das war nicht ganz unproblematisch, denn Alan Parsons galt als der unfehlbare Tastemaker bei der Wahl der Sänger. Er war es, der Lenny Zukatek von der Band Gonzales abwarb. Er war es, der Claire Torrey zu den Aufnahmesessions von Pink Floyds Dark Side of the Moon anschleppte. Parsons galt als jemand, der ein geschultes Ohr für die passenden Sänger hatte. Und Parsons mochte die Stimme von Eric Woolfson nicht besonders. Doch Woolfson setzte sich durch, ungeachtet einer eher kriselnden Stimmung im Studio. Fortan sang Eric Woolfson fast auf jedem Album zumindest einen Song. Und es waren fast immer Nummern, die zugleich auch Hits wurden, was ihm natürlich deutlich recht gab. Alan Parsons hatte später zugegeben, dass er sich hier deutlich geirrt hatte und dass er gegenüber Eric Woolfson im Studio vielleicht etwas entgegenkommender hätte sein sollen. I Don't Wanna Go Home ist der letzte Song auf der A-Seite und ist erneut ein großartiger Auftritt von Lenny Zukatek am Mikrofon. Das Lied setzt sich mit der zerrissenen Psyche eines Glücksspielverlierers, der aber nicht aufhören kann und sich nicht der Tatsache stellen kann, dass er alles verspielt und vor allem, dass er ein massives Problem hat. Die B-Seite beginnt mit dem Instrumentalstück The Golden Bug, das Alan Parsons geschrieben hatte. Wir hören hier am Anfang Alan Parsons eine Melodie pfeifen, die eindeutig eine Hommage an Ennio Morricone ist. Der Track hat ansonsten alle klassischen Wesenszüge eines Parsons-Instrumentals mit dieser leicht mysteriösen Note, die aber gekonnt von einem langsamen Beat getragen wird. Interessanterweise wird dieses Stück auch von einem Saxophon dominiert, dessen Ausführender nicht bekannt ist. Die Aufnahme wurde in Paris angefertigt, mit einem Session-Musiker, dessen Name der Nachwelt leider verloren ging. Eine Weile wurde angenommen, dass es sich um Mel Collins handelt, was gar nicht so unlogisch wäre, doch das wurde von Parsons selbst geklärt. Der Rest des Albums besteht im Grunde aus einer 17-minütigen Suite mit dem Titel The Turn of a Friendly Card, bestehend aus 5 Sätzen. Gesanglich steht hier Chris Rainbow im Vordergrund, der bereits schon auf Eve gesungen hat und neben Lenny Zukatek zu einem der wiederkehrenden Sänger der Band werden sollte. Das zentrale Motiv von The Turn of a Friendly Card ist bekannt für seine mittelalterlich angehauchte Melodie, die natürlich großartig mit Andrew Powells Orchestralarrangements korrespondiert. Es ist sicherlich dieser ausgeklügelten und kultivierten Produktion zu verdanken, dass dieses Album durchaus von Prog-Rock-Fans respektiert wird. Das zweite Thema trägt den Titel Snake Eyes, erneut mit Chris Rainbow am Mikrofon. Dieses Stück fängt die fieberhafte Atmosphäre des Casinos ein mit all der charakteristischen Unruhe und Euphorie. Alan Parsons erzählte mal, er hätte sich in Monte Carlo mehrmals mit einem Audioaufnahmegerät in die Spielsäle geschlichen, um diese Atmosphäre auf Band einzufangen. Hier hören wir einige dieser ungewöhnlichen Field Recordings in der Aufnahme drin. Das nächste Thema, The Ace of Swords, eine klare Referenz zum Kartenspiel, ist erneut ein Instrumental. Das Stück ist eine ausgeklügelte Variation auf das Leitthema der Suite, hier großartig von Andrew Powell durcharrangiert. 5 Jahre später wurde Andrew Powell mit der ganzen Project Gang den Soundtrack für den Film Lady Hawk schreiben und aufnehmen. Dieses Instrumental hier mutet wie ein Vorgeschmack darauf. The Ace of Swords gleitet mühelos in das nächste Stück über, Nothing Left to Lose. Und das ist auf dieser Platte das zweite Stück, das Eric Woolfson selbst eingesungen hat. Das ist ein toller Popsong mit einem hervorragenden Refrain, bei dem Chris Rainbow die zweite Stimme singt. Das Lied ist offensichtlich eine Art psychologisches Eingeständnis der Glücksspielsüchtigen. Es ist ein Bekenntnis zu der eigenen Niederlage und dem vollständigen Zusammenbruch der eigenen bisherigen Welt. Doch die musikalische Umsetzung ist keineswegs so pathosgeladen, wie ich es hier schildere. Das Lied hat eine aufrichtige Geradlinigkeit. Gleichzeitig hören wir hier ein weiteres gigantisches Gitarrensolo von Ian Berntsen. Ich bin ein großer Fan von Ian Berntsen, dessen Name selten in einem Atemzug mit den ganz exzentrischen Schrubber-Supergitarristen genannt wird.
Aber es gibt einen Grund, warum vom ersten Album an Parsons und Wolfson mit keinem anderen Gitarristen arbeiten wollten. Ian Berntsens Sound und seine thematische und hochmelodiöse Art zu spielen und zu improvisieren ist in meinen Ohren epochal. Und schließlich kehrt im Finale das Hauptthema The Turn of a Friendly Card zurück in Form einer fulminanten Reprise und dann ist das Album zu Ende. The Turn of a Friendly Card zeigt diese Band auf der Spitze ihres Schaffens. Erneut ist Stuart Elliott am Schlagzeug, der großartige Ian Berntsen spielte sämtliche Gitarren ein, David Payton erneut am Bass, Eric Wolfson spielte diesmal die Keyboards, teilweise unterstützt durch Alan Parsons selbst. Und ich finde, dass die Keyboards durchaus eine Stärke dieses Albums sind. Funktional, ohne Solos, doch dafür mit sehr stimmungsvollen Sounds, die Lust auf mehr machen. Und natürlich sorgte wieder Andrew Powell für die sagenhaften Orchesterarrangements. Ich werde es natürlich nicht müde zu wiederholen, dass in jener Zeit viele progressive oder progressiv angehauchte Bands allzu gern mit Orchestern experimentierten und dies nach meinem Dafürhalten nicht immer zu hervorragenden Ergebnissen führte. Durch die immense Erfahrung und das musikalische Gespür von Andrew Powell hatten die Alan Parsons Project hingegen immer ein hervorragendes Händchen für die Hochzeit von Rockmusik und Klassik. Die Orchesteraufnahmen wurden übrigens erneut in München gemacht, diesmal mit dem Orchester der Kammeroper München, die damals Eberhard Schöner unterstand. Dieses Album war auch die erste Platte von The Alan Parsons Project, die nicht in einem Gatefold-Sleeve-Design konzipiert wurde, sondern in einer einfachen Hülle daherkam. Das reflektiert den Geist von 1980, als die Plattenfirmen zunehmend nicht mehr bereit waren, in aufwendige Plattencover zu investieren. Das simple, aber recht ikonografische Design wurde von Lowell Cream und Kevin Godley konzipiert, markiert also auch das erste Mal, dass Parsons und Wolfson hier nicht mit Hypnosis zusammenarbeiteten. Charmant sind natürlich die beiden Jacks auf der Innenseite der Schallplatte, von denen die Karte auf der A-Seite Alan Parsons zeigt und die B-Seite Eric Wolfson, zumindest in der Originalpressung. Das Magazin Rolling Stone vergab diesem Album 2,5 Sterne. Da sage ich nur Arschlöcher. Ich gebe hier 5 Sterne. Das hier ist eine großartige Platte mit schnittiger, auf Hochglanz polierter Rockmusik, die Elemente von Prog-Rock, Disco und Funk erfolgreich unter ein Dach bringt. Hierbei spielt es für mich keine Rolle, dass dieses Album ein Thema behandelt, das mich persönlich überhaupt nicht interessiert. Eine Killerplatte, die ich sehr gerne empfehlen kann. Für Alan Parsons und Eric Wolfson markiert diese LP den endgültigen Durchbruch in die Stratosphären des Erfolgs und Ruhms. Fortan lautete die Frage nur noch, wie lange würde man sich dort halten können? Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war The Turn of a Friendly Card von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1980, erschienen auf dem Arista-Label.